Herzlich willkommen zurück in dieser interaktiven Reihe zu interaktiven, kollaborativen Tools für deinen und unseren Unterricht. Und lass uns doch heute gerne wieder mit einer analogen Aufgabe starten, die uns hinführt auf das Thema der Kollaboration. Nimm dafür einfach mal deine beiden Hände und die Aufgabe ist ganz leicht. Wenn du nach vorne deine Hand ausstreckst, dann machst du eine flache Hand. Wenn du zur Brust kommst, machst du eine Faust. Ganz einfach. Also flache Hand, Brust, flache Hand, Brust, flache Hand, flache Hand, flache Hand, flache Hand. Du siehst, es ist ganz, ganz leicht, wenn wir das so im Akkord machen. Mach das gerne mit. Flache Hand, Brust, flache Hand, Brust. Und lass uns jetzt die Aufgabe ein bisschen schwieriger machen. Denn wir haben die ganze Zeit unserem Gehirn gesagt, flache Hand, Brust, flache Hand, Brust, flache Hand, Brust. Jetzt wird es schwierig. Nämlich die Faust, die jetzt an der Brust war, die machen wir jetzt vorne. Und wir machen die flache Hand an der Brust. Also wir drehen dieses Spiel einmal um. Und auch jetzt wieder, also Faust vorne, flache Hand, Faust vorne, flache Hand, Faust vorne, flache Hand, Faust vorne, flache Hand, Faust. Und mach das mal mit viel Geschwindigkeit. Und du wirst merken, vielleicht kommt dein Gehirn gerade ein bisschen durcheinander, weil es gerade daran gewöhnt war, flache Hand, Faust. Und jetzt soll es auf einmal Faust, flache Hand. Also irgendwie komplett anders machen. Aber warum mache ich das gerade mit dir? Weil ich damit zeigen möchte, wenn uns innerhalb unseres eigenen Körpers manchmal schon die Zusammenarbeit, die Koordination schwer fällt und uns schwierig ist, ja, wie viel schwieriger ist es denn manchmal im Unterrichtskontext, Kollaboration, also Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern untereinander zu initiieren? Wie viel anstrengender ist es, Prozesse aufzusetzen, wo die Schüler eigenständig, selbstständig, personalisiert lernen können, wo sie miteinander verzahnt lernen können? Und auch da ist es wieder gut, dass es dafür ja, Hilfsmittel gibt, Tools gibt, die uns das Leben ein wenig erleichtern, die uns vor allem aber auch im Rahmen von Digitalisierung die Gelegenheit geben, ganz, ganz leicht zusammenzuarbeiten. Und lasst uns doch gerne Kollaboration durch Zusammenarbeit ersetzen. Jedes Mal, wenn ich so in Schulungen bin, dann werde ich darauf angesprochen, Kollaboration, das hat vielleicht irgendwie so einen negativen Touch. Lass uns durch Zusammenarbeit ersetzen und mal schauen, welche Möglichkeiten es da gibt. Weil eine Situation wird dir auch bekannt sein. Jetzt gibt es vielleicht Endgeräte in deiner Klasse oder in deiner Schule. Es gibt jetzt vielleicht Tablets und oder Laptops. Vielleicht dürfen die Schüler sogar ihr eigenes Gerät benutzen. Also eine große Vielfalt ist häufig in den Schulen vorhanden. Und ja, wie können wir jetzt diese Vielfalt zusammenbringen? Weil ganz ehrlich, der eine hat vielleicht ein Tablet von Apple und benutzt dann ein Schreibprogramm, was Pages heißt. Dann gibt es den nächsten, der hat Open Office. Der nächste hat dann Microsoft Word. Der nächste hat LibreOffice. Also 4 Formate innerhalb einer Lerngruppe nur zum Schreiben. Und das kannst du natürlich auch übertragen auf alle anderen Lernanlässe. Und da ist es gut, dass es im Internet ein kostenloses Tool gibt, eine Möglichkeit gibt, ja, die Barriere zu überwinden zwischen den verschiedenen Endgeräten. Und das schauen wir uns jetzt an. Es soll nämlich heute mal ein wenig um das Tool CryptPad gehen. Und schau gerne mal mit drauf. Ich habe einfach mal die Seite von CryptPad aufgemacht. Es wird angeboten von einem französischen Anbieter. Das heißt, es ist im Ursprung ein französisches Tool mit aber ja, so ein paar Raffinessen und ein paar wirklich super Dingen, weshalb ich ja, CryptPad total gerne selbst benutze und auch dir gerne ans Herz legen möchte. Kleiner Hinweis an der Stelle übrigens, wir gucken uns heute nur die Funktionalität von CryptPad an. Das heißt, wie kannst du es wirklich und aktiv benutzen? Ich kann dir jetzt schon verraten, es gibt innerhalb dieser Webtalk-Reihe noch mehr Folgen von unter anderem Guido, der noch ein bisschen tiefer reingeht. Ich sage gleich, was der macht. Es lohnt sich also auf jeden Fall auch mal ja, in den anderen Reihen reinzuschauen und zu gucken, was erzählen die anderen. Also, was ist CryptPad? Wenn wir uns das auf der Seite hier durchlesen, ganz oben steht es, du kannst es gerne mitlesen, dass du mit CryptPad die Möglichkeit bekommst,
kollaborative Dokumente zu erstellen, um Notizen und Ideen gemeinsam zu bearbeiten. Das Ganze funktioniert, ohne dass du oder deine Schülerinnen und Schüler dich anmelden, irgendwie registrieren müssen. Das heißt, es kann komplett anonym ablaufen, weil, das ist das Tolle, CryptPad legt ganz viel Wert auf unseren Datenschutz. Und CryptPad schreibt auf der Website, dass sie sich das zum Ziel gesetzt haben, wirklich ja, eine so große Verschlüsselung auf den Weg zu bringen, wenn wir das CryptPad benutzen, dass der Anbieter des Tools, also CryptPad selber, gar nicht weiß, was für Daten auf dieser Seite gemacht werden. Es ist also für die Schule im Kontext von Datenschutz ein sehr, sehr wertvolles Tool. Und zudem kommt es aus Frankreich und unterliegt damit natürlich auch der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Eine weitere tolle Sache bei CryptPad ist, dass du dieses CryptPad zum einen online benutzen kannst, direkt auf der Website, cryptpad.fr, oder aber du gehst hin und installierst dir dieses CryptPad auf deinem eigenen Server. Das heißt, auf dem eigenen Schulserver, sodass der noch größere Datensicherheit vorhanden ist und du auch die ganze Administration, die ganze Verwaltung für dich übernehmen kannst. Wie genau das geht, das heißt, wie du ein CryptPad installieren kannst, das ist nicht Teil dieses Webtalks. Das kannst du dir in einem Video bei Guido anschauen und auch in einem zweiten Video, wie du dann dieses CryptPad auf deinem Server administrierst. Wenn das für dich interessant ist, schau gerne rein. Ansonsten bleib jetzt hier dabei und schau dir mal an, welche Möglichkeiten es in CryptPad alles gibt. Und dafür gehe ich einfach mal auf die Startseite von CryptPad. CryptPad.fr, wie gesagt. Und hier auf der rechten Seite sehen wir jetzt die verschiedenen Bearbeitungsmodi, die im Prinzip zur Verfügung stehen. Es sind insgesamt 8 Stück. Du erkennst es auch schon ein bisschen an den Kacheln und auch an der Farbgebung. Du kannst eigentlich die Dinge wiederfinden, die du auch von deinem eigenen Computer kennst. Also es gibt die Möglichkeit, oben links gemeinsam Text zu bearbeiten. Auf der rechten Seite gibt es die Möglichkeit, gemeinsame Präsentationen zu gestalten. Du kannst eine Tabellenkalkulation machen. Es gibt auch noch so ein Whiteboard. Und wir gucken uns auch gleich nochmal an, was mit Kanban gemeint ist. Also insgesamt sehr, sehr vielfältig. Und ich würde dir gerne einfach mal ein paar Dinge zeigen, dass du einfach mal weißt, wie fühlt sich das an, wie geht das? Und dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie das Ganze läuft und wie du es auch in deinem Unterricht tatsächlich einsetzen kannst. Also, wenn wir auf der Website bleiben, klicke ich einfach nur auf die entsprechende Kachel, also das, was ich jetzt starten möchte. Wir fangen mal ganz einfach an mit dem Texteditor. Und sobald ich auf den Texteditor draufklicke, wird ein neues Pad erstellt. Und du siehst es hier schon, es wird jetzt angelegt, es wird sicher gespeichert und jetzt ist es schon da. Wir können direkt anfangen. Und direkt anfangen bedeutet an der Stelle auch, ich kann als allererstes oben im Fenster natürlich einmal den Text hier bearbeiten. Da steht jetzt schon Rich Text mit dem Datum von heute. Ich könnte über einen Klick auf diesen Stift hingehen und sagen, OER Camp beispielsweise, dann würde ich auf Enter drücken und dann wird es auch direkt gespeichert. Das heißt, es passiert auch synchron auf dem Server. Du siehst es jetzt unter dem Titel OER Camp steht gespeichert. Brauchst du dich gar nicht drum kümmern. Das erledigt alles CryptPad für dich. Das heißt, alle Schritte werden automatisch mitgespeichert. Jetzt gehe ich mal ein wenig raus. Und dann bietet sich uns eine Arbeitsoberfläche, wie wir die auch aus ganz klassischen Textverarbeitungsprogrammen her kennen. Also wir haben die Möglichkeit, einen Text zu schreiben, beispielsweise eine Überschrift. Und wenn ich die markiere, dann kann ich die natürlich fett machen. Ich kann sie zentrieren. Ich kann hier auf der rechten Seite die Schriftgröße anpassen. Jetzt ist mein Bildschirm verrutscht, da ist er wieder. Ich kann also den Text größer machen. Ich kann auch aus ein paar voreingestellten Schriftarten die Schriftart verändern und habe dann eine erste Überschrift in meinem Dokument stehen.
Und ja, jetzt kann ich im Prinzip alles Mögliche, alles genauso machen, wie ich das in einem ganz normalen Textdokument machen kann. Also es gibt ja da draußen verschiedenste auch Online-Konfigurationen für Text, also beispielsweise Google Docs gäbe es noch. Ich kann ja an verschiedensten Stellen kollaborativ, gemeinschaftlich an Inhalten arbeiten. Hier ist der Vorteil, es ist datenschutzrechtlich sauber. Es gibt keinen großen amerikanischen oder irgendwelchen anderen Anbieter, sondern das, was ich hier mache, sehe tatsächlich auch wirklich nur ich. Wie lade ich jetzt andere ein? Also wie kann ich jetzt eigentlich dieses Skriptpad anderen zugänglich machen? Das geht ganz leicht, indem ich hier oben auf Teilen klicke. Und dann wird mir hier in der Mitte ein Link angeboten. Und ich muss jetzt im Vorfeld noch bedenken, was für ein Zugriffsrecht sollen denn diejenigen bekommen, die jetzt meinen Link erhalten? Das heißt, ich habe die Wahl, du siehst es hier schon, zwischen Ansehen und Bearbeiten. Und je nachdem, für was du dich entscheidest, wird sich auch der Link verändern. Und du siehst das, wenn du mal in der URL guckst, dann steht da an der einen Stelle in der Mitte circa View und beim anderen steht da Edit. Und dementsprechend könnten jetzt die Teilnehmer bearbeiten, also das Skriptpad natürlich auch mitgestalten oder sich nur angucken. Also gestalten macht an der Stelle Sinn, wenn du vielleicht beim letzten Video dabei warst und dir angeschaut hast, zum Pad als ein Beispiel für Etherpads, dann macht es Sinn, wenn man gemeinsam einen Text gestalten möchte, wenn man ein Wiki erstellen möchte, wenn man Geschichten schreiben möchte, wenn man Vokabelsammlungen anlegen möchte, Projekte gestalten, vorbereiten möchte, Hausaufgaben teilen, wie auch immer, dann macht es Sinn, den Bearbeitungsmodus anzulegen. Wenn du hingegen als Lehrkraft jetzt nur hingehen möchtest und vielleicht eine Linksammlung deinen Schülerinnen und Schülern anbieten möchtest oder ein bestimmtes Foto hier einbauen möchtest, das geht natürlich auch. Dann bietet es sich an, damit es nicht kaputt gemacht wird und vielleicht aus Versehen gelöscht wird, das Zugriffsrecht auf Ansehen zu setzen. Dann gehe ich mal wieder raus. Ja, das reicht schon an der Stelle. Dann, wenn sich jetzt andere zuschalten, dann ist das so ähnlich wie bei den Etherpads. Die würden hier auf der rechten Seite unter diesem Symbol mit den Nutzern auftauchen. Das heißt, wenn die synchron am Cryptpad arbeiten, dann würden die hier auftauchen und du könntest sie auffordern, auch ihren Namen wieder einzutragen, sodass man sehen kann, wer arbeitet gerade und wer macht was. Es gibt auch hier wieder einen Chat, den ich benutzen kann, um mich gegenseitig zu informieren, mich auszutauschen, um auch die synchrone Arbeit ein wenig zu vereinfachen. Ich habe gerade gesagt, man kann Fotos einfügen. Das geht grundsätzlich. Allerdings ist dafür notwendig, dass man sich bei CryptPad registriert. Das ist einfach eine Sache, die muss man mal beachten. Also ich kann eine ganze Menge hier auch manuell machen. Ich kann eine ganze Menge Text einfügen, Links einfügen und so weiter. Wenn ich zusätzlich Bildmaterial einfügen möchte, dann muss ich tatsächlich mich einmal registrieren. Wäre auch eine Möglichkeit. Jetzt wird auch der Hinweis gegeben, dass es nicht in meinem Crypt Drive gespeichert ist. Das kann man sich wie so eine Art Online-Cloud vorstellen. Und auch das ist nicht schlimm. Es bleibt ja trotzdem hier auf diesem Pad gespeichert, meine Inhalte. Ich muss halt mir den Link irgendwie merken, verteile den dann an meine Schülerinnen und Schüler per E-Mail, in einem Lernmanagementsystem, also iServe, It's Learning und so weiter. Es wird nur nicht zusätzlich noch, damit ich es schneller wiederfinde, in meiner Cloud-Datenbank von CryptPad gespeichert. Ist aber, glaube ich, an der Stelle zu vernachlässigen tatsächlich. Ja, und damit kann man quasi alles das machen, was man auch im Texteditor machen kann, nur eben gemeinsam. Das heißt, wenn deine Schüler mal ein Referat vorbereiten sollen, dann könnten sie das jetzt gemeinsam machen, ihr Thema hier gemeinsam vorbereiten und müssten jetzt nicht langwierig hingehen, der eine schreibt es vor, dann muss der andere es irgendwie zusammenfügen, dann gibt es vier, fünf Dokumente. Geht viel schneller, wenn wir es hier machen, gemeinsam. In einer Plattform. Dann gehe ich nochmal raus, weil es gibt ja noch mehr hier in CryptPad. Also, du könntest auch hingehen und kannst eine Tabellenkalkulation starten. Was machst du mit dem Klick auf das grüne Tabelle? Es lädt wieder durch, es wird wieder ein sicheres CryptPad erstellt.
Und es dauert noch einen kleinen Moment. Da sehen wir es 50% geladen. Und jetzt haben wir 100% und wir können anfangen, unsere Tabelle ganz normal wie jede andere Excel oder Open Office-Tabelle genauso zu beschriften. Ich könnte damit jetzt Diagramme anlegen. Ich kann Summenkalkulationen machen. Das eignet sich also super für den Mathematikunterricht, für den Erdkundeunterricht, wenn es darum geht, ein Klimadiagramm zu gestalten oder. Das heißt, ich könnte ja auch jetzt diese Plattform nutzen, um gemeinsam im Unterricht Inhalte zu kreieren, vorzubereiten, auch zusammenzutragen. Und jeder Schüler könnte dann von zu Hause aus sich diese Daten auch nochmal kopieren und dann für sich selbst weiterverwenden. Genau. Auch hier habe ich wieder alle Möglichkeiten, die ich sonst auch habe, dass ich einzelne Kästchen den Rand markieren kann. Ich kann entscheiden, soll das ganze Kästchen markiert werden, nur der Rand, nur eine Seite oben, unten und so weiter. Also ich glaube, das ist an der Stelle selbsterklärend, und probierenswert tatsächlich. Das wäre jetzt die Tabellenkalkulation. Wir gehen nochmal einen Schritt zurück, denn ich habe ja gesagt, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Und zwar gäbe es noch die Möglichkeit, Präsentationen anzulegen. Und auch das ist ja schön, denn häufig ist es ja so, dass wir im Unterricht irgendwie Inhalte präsentieren lassen. Warum nicht auch das gemeinschaftlich online zu machen? Wenn ich dafür jetzt auf den orangenen Button Präsentation klicke, da lädt auch die Präsentation wieder. Und ich habe jetzt erst einmal nicht ganz so viel. Ist aber auch so gewollt, denn ich muss jetzt anfangen, die erste Folie zu strukturieren. Also indem ich vielleicht einen Titel eintrage und dann der Text, der auf der Folie stehen würde. Da siehst du es schon. Also links ist der Editor, rechts ist die Folie. Und ich kann natürlich den Titel über die entsprechenden Werkzeuge oben in groß machen, also in die Mitte schieben tatsächlich. Das macht das Programm dann automatisch. Ich kann ihn noch fett machen. Und ja, das passiert tatsächlich ohne irgendwie Einfluss meinerseits, sondern ganz automatisch. Es ist jetzt ein bisschen tricky, deswegen zeige ich dir das. Wie kommst du jetzt zur zweiten Folie? Dafür brauchen wir einen Befehl. Und der Befehl ist ganz einfach zu merken. Das sind einfach nur drei Striche, die nebeneinander dargestellt werden. Und wenn ich jetzt anfangen würde, zweite Folie zu schreiben, dann siehst du, unten taucht jetzt unter der ersten Folie ein Pfeil auf, nach rechts zeigend. Damit würde ich jetzt die zweite Folie aufmachen können und die genauso beschriften können wie die erste Folie. Kann damit dann auch mit den Pfeilen zwischen der linken und der rechten Folie hin und her switchen. Muss man aber einfach nur wissen, wie das geht, weil ich war beim ersten Mal, als ich es aufgemacht habe, ein bisschen irritiert. Ich habe mir so gedacht, kann ich keine zweite Folie einfügen? Doch, geht natürlich. Du kannst auch hier wieder Bildmaterial einfügen. Denk dran, auch hierfür musst du wieder angemeldet sein. Kein Problem, muss man nur im Kopf behalten. Und es gibt natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, zwischen dem Vorschau-Modus, wo wir jetzt gerade drin sind, und dem Anzeigemodus hin und her zu wechseln. Und der Anzeigemodus ist natürlich dann das, was wir sonst als Präsentation einer PowerPoint-Präsentation, Keynote-Präsentation, wie auch immer, starten würden. Und dann könnte der Schüler sogar, das ist eben auch interessant, von zu Hause aus beispielsweise in einer Videokonferenz sich durch die Folien durchklicken und seine Präsentation also online halten, ohne dass er jetzt Zugriff auf den Computer in der Schule haben müsste, ohne dass er ein kostenpflichtiges Tool braucht, oder dass er irgendwie zu Hause auf seinem Rechner was Eigenes braucht, denn das Ganze läuft ja Cloud- und Browser-basiert. Eben großer Vorteil, finde ich persönlich, von CryptPad. Du kannst auch natürlich an der Stelle die Textfarbe und auch die Hintergrundfarbe verändern. Das geht hier oben über die Überschrift Theme. Nach meiner Erfahrung ist es allerdings nur möglich, das einzustellen grundsätzlich für alle Folien. Also ich habe noch nicht herausgefunden und wüsste tatsächlich nicht, dass man das pro Folie machen kann. Das ist ein bisschen schade, da sind natürlich andere Programme im Vorteil, ganz klar. Ist halt die Frage, ob man das tatsächlich braucht oder ob man sich dann nicht eine Farbe wählt, die dann für alle Folien gilt, beispielsweise. Ja, also auch das ist eine tolle Möglichkeit.
wie ich persönlich finde. Und damit haben wir schon ja, im Prinzip alle drei wesentlichen Funktionen abgedeckt. Nämlich, jetzt habe ich aus Versehen auf Drive geklickt. Alle drei wesentlichen Funktionen, um so zusammenzuarbeiten mit den ganz normalen Office-Programmen. Ich würde an der Stelle gerne einfach nochmal auf zwei Dinge eingehen. Nämlich auf der Startseite finden wir auch noch das Kanban und das Whiteboard. Wenn ich auf Whiteboard klicke, dann bekomme ich tatsächlich ja so eine Art Mini-Whiteboard angeboten, was ich jetzt ein wenig beschreiben und beschriften kann. Das kann ein bisschen Spaß machen, wenn ich jetzt einen Stift habe, beispielsweise auf einem Tablet. Man könnte ich nämlich jetzt hier hingehen und tatsächlich wirklich Dinge schreiben. Also ein ganz simples Tool tatsächlich, um ja, ein Online-Tafelbild anzulegen. Ist jetzt aber, ich sag mal, ja, nicht wahnsinnig ausgereift. Ich könnte noch hingehen, ein Bild einfügen und das Bild dann vielleicht beschriften. Ja, also dann gibt es da draußen deutlich ansprechendere und optimalere, sage ich mal, Tools. Ich glaube, das ist aber auch nicht die Stärke von CryptPad, sondern das liegt eher in den anderen Tools. Ich will es dir aber trotzdem einmal gerne gezeigt haben. Das ist das Whiteboard. Letzte Sache, die ich dir gerne zeigen möchte, ist das sogenannte Kanban. Du siehst es ja auf der rechten Seite. Kanban ist ja auch, ja, man kann sagen, eine Methode, wie man Prozesse strukturieren kann und organisieren kann. Ich klicke mal drauf. Ursprünglich ist es so, dass Kanban dafür genutzt wird, ja, Prozesse zu unterteilen in drei verschiedene Phasen und damit auch sichtbar zu machen. Das kann man analog machen, beispielsweise auf so einer ganz normalen Pinnwand, wo es dann drei Spalten gibt oder so einer Whiteboardwand mit Magneten, wo man dann Post-its draufklebt. Und die drei Überschriften sind im Normalfall zu erledigen, in Bearbeitung und erledigt. Und bei zu erledigen steht dann halt drauf, was muss an Prozessen, was muss noch gemacht werden, was sind die tatsächlichen Aufgaben. Und je nachdem, in welchem Bearbeitungsmodus die sind, werden die dann mit der Zeit verschoben. Das heißt also auch eine sehr visuelle Möglichkeit, Prozesse zu steuern. Das kann ich natürlich auch anpassen auf meine Bedürfnisse. Ich könnte auch hingehen, wenn ich vielleicht im Team mal mit meinen Kolleginnen und Kollegen gemeinsam arbeiten möchte, dann könnte ich dieses Kanban in der Form, wie es da ist, benutzen. Ich könnte also hier bei Eintrag 1 hingehen und sagen, bei Eintrag 1 ist vielleicht, ich muss eine Online-Umgebung einrichten. Du siehst es schon, die steht jetzt hier auf der linken Seite. Ich kann aber auch jetzt, wenn ich draufklicke und geklickt halte, diesen Eintrag einfach in den Spalten hin und her schieben. Und das ist so ähnlich wie beispielsweise bei Padlet. Das funktioniert genau gleich. Aber es gibt ja durchaus ja, auch Argumente, die sagen, okay, Padlet möchte ich nicht so gerne benutzen. Ist halt von einem amerikanischen Anbieter oder ich weiß nicht, wie das datenschutzrechtlich ist, weil der Server nicht in Deutschland oder in Europa steht. Wie auch immer, völlig egal, das sage ich jetzt ohne Wertung. Hier an der Stelle hätte ich halt eine datenschutzrechtliche Alternative. Und ich habe mal von jemandem, den ich kennenlernen durfte, Heiko an der Stelle, den Tipp bekommen, Mensch, man könnte das Kanban doch auch nutzen, um ganz kreativ, ja, so was Ähnliches wie so ein Padlet zu gestalten in einer datenschutzrechtlich sauberen alternativen Umgebung. Ich könnte nämlich auch die Überschriften hier verändern. Wo jetzt steht zu erledigen, könnte ich beispielsweise auch hinschreiben, keine Ahnung, Thema Deutschland im Erdkundeunterricht, die Bundesländer. Und vielleicht haben wir hier die Landschaften. Und vielleicht haben wir in Spalte 3 die Sehenswürdigkeiten. Und jetzt könnte ich hingehen und diese Spalten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu Leben erwecken. Das heißt, ich kann jetzt da kann ich Texte einfügen. Ich kann auch Bilder einfügen. Ich könnte die Schülerinnen und Schüler auch Inhalte einfügen lassen, sodass ja, wir gemeinsam dieses CryptPad gestalten und zum Leben erwecken, es aufbauen. Und dann voneinander profitieren. Auch das fand ich eine super interessante Idee. Dankeschön an der Stelle für den Tipp.
Und du kannst es natürlich auch so breit fächern, wie du möchtest. Also du kannst hingehen und du siehst es hier schon, noch weitere Spalten hinzufügen. Du kannst auch den Text jederzeit verändern. Du kannst die Farbe der Spalten natürlich auch verändern, um es auch optisch ja, schön zu machen tatsächlich. Also auch das, ja, eine ganz, ganz coole Sache bei CryptPad, einfach mal anzuschauen und zu gucken, gibt es vielleicht etwas, was du für deinen Unterricht von CryptPad verwenden kannst. Alles in allem finde ich persönlich, ist CryptPad eine tolle datenschutzrechtliche Alternative zu vielen anderen Tools, die es da draußen gibt. Es erleichtert ungemein die Arbeit an so ja, tagtäglich genutzten Werkzeugen, die ja auch auf die Zukunft unserer Schülerinnen und Schüler vorbereiten. Denn ganz ehrlich, unsere Schülerinnen und Schüler werden immer wieder in ihrem Leben mal Texte schreiben müssen. Die werden mal Tabellenkalkulationen vornehmen müssen und auch mal Präsentationen durchführen müssen. Und das mit den Schülerinnen und Schülern zu üben, ohne irgendwie Schwierigkeiten mit den Endgeräten zu haben, finde ich, macht an der Stelle total viel Spaß. Und daher meine Empfehlung an dich, probier auch du es gerne mal aus und schau mal rein, wie sich das für dich anfühlt und welche tollen Ideen du vielleicht für deinen eigenen Unterricht gewinnen kannst. Dabei ganz viel Spaß und sehr gerne bis zu einer weiteren Folge innerhalb dieser Reihe.